Jo, servus und willkommen zu einer neuen Folge der Call of Duty Karriere in FIFA 19 und wir sind im Januar angekommen. In der letzten Folge gab es da ein paar Ergebnisse, die mehr oder weniger auseinandergingen. Wir haben einmal 2-1 gegen die Wolverhampton Wanderers gewonnen, wo wir 2-0 in Führung gewesen sind und dann in der letzten Sekunde dann auch den Anschlusstreffer bekamen. Am Ende ist trotzdem 3er eingefahren. Danach haben wir dann gegen West Ham United gespielt und dann schön 1 auf die Mütze bekommen. 4-1 am Ende, also das war eine sehr, sehr ärgerliche Niederlage, vor allem, weil wir von den Chancen her eigentlich auch hätten 3-3 spielen können oder so in die Richtung. Wir haben nicht wirklich die Zweikämpfe gewonnen und das war unser Manko dann in dem Spiel und deswegen haben wir auch so verloren. Ansonsten gab es dann noch zum Abschluss der Folge ein 3-0 über Crystal Palace und darauf komme ich gleich nochmal zurück. Ja, da ging sehr viel über die linke Seite von uns, da war praktisch keine Gegenwehr vorhanden, denn wir sind 3-mal über die linke Seite da angelaufen und haben 3-mal da getroffen. Murphy war das mit dem 1-0, dann haben wir da mit Joe Walls das 2-0 gemacht nach einem Fehler von Speroni und das 3-0 dann relativ am Ende durch Chad Adams per Kopf und haben dann dadurch nochmal ein 3er eingefahren und sind deswegen jetzt auf Platz 6, 31 Punkte nach 20 Spielen. Das ist überragend, wenn man sich da mal so anguckt, wer denn da neben uns ist in der Tabelle. Punktgleich mit Manchester City vor Manchester United und Liverpool und auch wenn das Mittelfeld sehr eng ist, wir könnten mit schon eine Niederlage und einen Sieg der anderen hinter uns dann auch schon auf Platz 11 landen, weil unsere Tordifferenz einfach mal minus 3 ist und wir trotzdem da oben stehen. Also es ist sehr eng da eigentlich im Mittelfeld, also wir könnten auch gut und gerne Elfter sein. Kurz zur Info, wir werden in dieser Folge nicht den kompletten Januar machen, das ist einfach transfertechnisch einfach nur katastrophal, wenn man das machen würde. Außerdem möchte ich euch auch Mittelschein lassen, weil wir auf jeden Fall einen Innenverteidiger kaufen werden. Wahrscheinlich werden wir sogar ersatzweise einen erstmal leihen, damit wir sicher sein können, dass wir auch rotieren können. Also ich habe das schon jemanden in Aussicht, der da glaube ich gar nicht so schlecht sei. Tottenham haben wir in dieser Folge, dann haben wir Barnsley im FA Cup, das werden wir sogar auch spielen, tatsächlich. Und das erste Spiel gegen Crystal Palace im Carabao Cup im Halbfinale ist auswärts, werden wir auch spielen. Und Huddersfield, denke ich mal, werden wir simulieren und dann ist das auch schon das Ende der Folge. Ansonsten müssen wir noch Verträge verlängern und gegebenenfalls noch ein paar Spiele aussortieren. Und zwar gibt es hier eine Menge Kandidaten, die einen auslaufenden Vertrag haben. Das haben wir in der letzten Folge dann durch die E-Mail erfahren. Natürlich gibt es auch Kandidaten, unter denen kein Transfer stattfinden kann erstmal. Ich meine zum Beispiel James Wade mit 19. Und Jamie Reel zum Beispiel, auch wenn wir den loswerden wollen, wären da jetzt so Kandidaten, die man auf jeden Fall nicht los wird. Zumindest per Vorvertrag. Natürlich Vertrag auslaufen, das ist schon noch drin, aber ja gut. Von den anderen Kandidaten, die wir hier haben, würde ich jetzt einfach mal so spontan sagen, wie ich auch in der letzten oder vorletzten Folge gesagt habe, Gunnarsson würde ich verlängern und Manga würde ich verlängern. Generell Innenverteidiger brauchen wir sowieso und Manga ist wichtig. Gunnarsson als Backup wäre auch nicht verkehrt, deswegen verlängere ich beide. Und Kamaraz ist geliehen, Harry Arthur ist geliehen und Calvert-Lewin ist auch geliehen. Da können wir leider nichts machen und ansonsten würde ich halt keinen von den Kandidaten hier verlängern, außer halt die beiden hier. Natürlich ist das jetzt eine sehr schnelle Sache gewesen. Gunnarsson hat um 2 Jahre verlängert und Manga um, ich glaube, 3. Also mehr mache ich da wahrscheinlich auch nicht in Bezug auf Vertragsverlängerung. Das reicht dann eigentlich auch. Und jetzt gucken wir mal, wie man so aussortieren kann. Ich würde sagen, Lee Tomlin, der kann von mir aus gehen. Liegt einfach daran, dass wir halt gefühlt ihn halt nicht brauchen. Wir haben Che Adams auf der 10, wir haben Bobby Reed auf der 10. Man könnte da sämtlichen Achtern auch eine Chance geben, die da einfach mal da einzusetzen. Ich meine, Kamaraza könnte man da reinschmeißen, einfach mal auf die 10. Harry Arthur, warum nicht? Joe Walls. Also wir haben genug Leute, die da auf jeden Fall spielen können und deswegen kann Lee Tomlin eigentlich weg. Wen wir, denke ich, auch versuchen können zu verkaufen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt viel Sinn macht. Harris, würde ich sagen. Jamie Will sowieso schon. James Wade eigentlich auch auf der Leihliste. Das passt, denke ich. Ansonsten Patterson würde ich noch behalten. Loic Damour, den könnte man auch verkaufen, rein theoretisch. Ansonsten Cameron Cokes, den kann man auch verkaufen an sich. Und ja gut, Brown sind wir sowieso schon dabei. Bin ein bisschen jetzt runtergesprungen. Linksverteidiger haben wir 3 Stück. Da könnte man eigentlich auch sagen, 2 reichen. Deswegen würde ich sagen, wir verkaufen Joe Bennett. Er ist schlechter als Cunningham und er ist auch älter als Cunningham. Und deswegen würde ich halt sagen, wir verkaufen den. Oder setze ich zumindest mal auf die Transferliste. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch, was das angeht. Und mal gucken, was passiert. Ich meine, man könnte rein technisch gesehen auch Danny Ward verkaufen. Muss man aber nicht unbedingt. Deswegen, ja, ich würde sagen, wir lassen es einfach dabei. Dann haben wir das Thema Innenverteidiger. Und es sind echt eine Menge, die man sich hier holen könnte. By the way, Mangala hat einen auslaufenden Vertrag. Den könnte man für die nächste Saison gewinnen. Wäre, denke ich, eine Option für uns. Ich würde sie sogar sehr gerne vorziehen, weil die halt nicht unrealistisch ist. Und wir den sowieso schon
fast gekauft hätten. Aber wir brauchen auch zu 100% jetzt sofort einen Verteidiger. Deswegen würde ich jetzt einfach mal spontan versuchen, Rhys Oxford zu leihen. Ja, man könnte sich den auch kaufen, aber ich würde eher eine Leihe versuchen erstmal. Und dann mal gucken, ob das durchgeht oder nicht. Und ja, dann kann man immer noch entscheiden. Ich meine, Leihen sind halt so auf die spontane Weise jetzt nicht so verkehrt. Kann man leider nicht, der Verein hat nämlich kein Interesse, ihn auszuleihen, also zu verleihen, wie auch immer. Also brauche ich eine andere Idee. Das Problem ist halt, die meisten sind halt einfach erstmal zu teuer. Das heißt, wir müssten erstmal jemanden verkaufen, bis wir ein bisschen Geld haben. Ja gut, Rhys Oxford wäre ein Kandidat, den man sofort kaufen kann. Ayala könnte auch noch funktionieren, so an sich vom Budget her. Aber der Rest wird halt echt schwierig. Ich meine, die wollen meistens 10 Millionen Euro für die Spieler haben. Und wir müssen noch ein paar Leute scouten, nebenbei. Das habe ich auch schon eigentlich eingestellt, dass das nebenbei gemacht wird. Deswegen bleibt uns jetzt erstmal nichts anderes übrig, als das Spiel gegen Tottenham zu machen. Und dann gehen wir in das Spiel gegen Tottenham mit einer mehr als ramponierten Elf, sage ich mal. Brown in der Innenverteidigung, weil wir einfach, ja, wir brauchen einfach die anderen beiden noch. Und wir führen 1-0 durch Zorre, aber 3 Minuten später der Ausgleich von Dele Alli. Teuern sieht gelb und Alda Barell sieht gelb. Dann Doppelschlag, Reed und Rakitic in der gleichen Minute mit dem 2-2. Okay, interessante Partie. Aber geht das am Ende mit einem Punkt aus? Jawohl, wir nehmen immerhin einen Punkt gegen Tottenham mit. Das ist überraschend jetzt. Vor allem Spiel gegen Barnsley, was wir spielen werden. Barnsley, by the way, ein Drittligist. Ja, ich spiele es trotzdem, weil es FA Cup ist. Scheitern die Verhandlungen mit Brown und Gornik Zabre. Und natürlich kommt da keine Einigung zustande. Nebenbei Johannes Geis, Vorvertrag, Toulouse. Aber ich glaube, das wäre jetzt in dieser Folge nicht mal machbar, das zu machen. Deswegen, also in Bezug auf, ich frage euch danach, wird es wahrscheinlich zu kurzfristig sein. Deswegen funktioniert das Ganze nicht. Wäre, denke ich, gar nicht so verkehrt, weil man halt auch überlegen muss, was man nach Arta und Camarasa macht. Aber ja, mal gucken. Jedenfalls gehen wir mit dieser Elf an den Start und zwar mit Calvert-Lewin, Bobby Reed, Gunnarsson, Walls, Mendes Lang und Murphy im Mittelfeld und Sturm. In der Viererkette Rico Henry, Bamba, Morrison und Toljan im Tor, dann Etheridge gegen Barnsley und dann versuchen wir dann eine Runde weiterzukommen. Was ich natürlich in der letzten Folge verheimlicht habe, ist, wie es denn im Viertelfinale ausgegangen ist so an sich. Crystal Palace hat gegen Burnley 2-1 gewonnen, Everton verlor im Elfmeterschießen gegen Chelsea 4-3. Wir haben natürlich im Elfmeterschießen gewonnen, 5-4 gegen Fulham. Und Manchester City ganz locker weiter gegen Newport County. Und deswegen ist das Halbfinale glücklicherweise so, dass wir die Chance haben, im Finale zu stehen. Also weiterzukommen gegen Crystal Palace ist, denke ich, das vermeintlich leichtere Los gewesen im Vergleich zu Chelsea und Manchester City. Also haben wir schon ein bisschen Glück gehabt und mal gucken, ob wir uns da gleich nach dem Spiel gegen Barnsley durchsetzen können. Zumindest im Hinspiel, was wir auswärts spielen werden. Erstes FA Cup Spiel in dieser Karriere gegen Barnsley auswärts. Gegen den Drittligisten, der aktuell auf Platz 2 sein müsste, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Richtung Aufstieg entgegen geht's. Gehen wir in die Partie gegen die rot gekleideten Gastgeber. Natürlich wir in den neongrünen Trikots von rechts nach links. Spielt er jetzt mal Murphy an. Legt den Ball nochmal auf für Gunnarsson. Der erste Abschuss an die Latte. Beste Möglichkeit in dieser Partie und auch gleichzeitig die erste in Richtung Gehäuse einer der beiden Mannschaften. Und da gab es nur Hinterhersehen für Baguera. Glück im Unglück für Barnsley auf jeden Fall. Kommt jetzt mal endlich ein bisschen mehr Offensive von den Jungs aus Cardiff. Murphy auf Rico Henry, der bringt den Ball Richtung mit und da ist Calvert-Lewin 1-0. 3 Minuten nach dem Lattenknaller von Gunnarsson bringt Calvert-Lewin Cardiff in Führung. Und wieder ging es über die linke Seite. Die ist heute sehr aktiv. Rico Henry, der Linksverteidiger, schaltet sich mit offensiv ein. Die Flanke perfekt auf den Kopf der Leihgabe von Everton. Von Calvert-Lewin. Und der bringt den Ball an Baguera vorbei zum 1-0. Toljan. Hoch Richtung Mendes Lang, der könnte zu lang sein. Der nimmt ihn noch mit, Mendes Lang mit der Flanke Richtung Mitte, da ist Murphy! Fast das 2-0, der Doppelschlag. Murphy aber köpft den Ball knapp am Tor vorbei. Das wäre es jetzt gewesen. Langer Ball Richtung Isgrove. Kann den Ball da festmachen. Moncur in den Lauf von Bradshaw. Da muss jetzt Cardiff aufpassen, er legt ihn nochmal in den Rückraum und der erste Abschluss
Der Gastgeber aber landet in den Arm von Edwidge. Das ist Waltz. Doppelpass mit dem Gegner. Und das ist Sohore in die Arme von Banguera. Und das war's. Cardiff ist eine Runde weiter im FA Cup mit einem 1-0 Erfolg über Barnsley. Und das war mehr als ein Arbeitssieg. Viele Chancen, aber auch irgendwie zu wenige, die hundertprozentig waren. Natürlich hätte Murphy da auf 2-0 stellen können vor der Halbzeitpause noch, aber verpasst er knapp. Von Barnsley kam hier eine einzige Chance, aber am Ende verdienter Sieg. Nach dem Spiel gegen Barnsley haben wir dann auch ein paar Meldungen. Angebot für Brown, Angebot für Richards wegen Vorvertrag ist jetzt also für uns nicht so wichtig. Jedenfalls werden wir das Angebot für Brown auf jeden Fall annehmen. Dann haben wir Rückkehr ausgeliehener Spieler oder verliehener Spieler mit O'Keefe und Healy. Und beide werde ich auf jeden Fall auch auf die Transferliste packen. Dann haben wir auch mal wieder eine Trainingseinheit. Zore verbessert sich auf eine 75. Ob der gleich von Anfang an spielen wird, tatsächlich weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich eher weniger. Ich glaube, Calvert-Lewin hat sich jetzt da eingespielt vorne. Wird natürlich dann bitter sein, wenn der gehen muss in der Sommertransferphase wieder. Dann haben wir ein Angebot für Jack McKay, was wir auch direkt annehmen werden. Nebenbei verlässt Ashley Richards den Verein im Sommer zu Al-Nassr. Und Damour könnte zu Trabzonspor wechseln, mein Gott, ey. Vorvertrag, ja, ich denke mal, das ist auch irgendwo klar. Dann geht es weiter vor dem Spiel gegen Crystal Palace, bekommen ein Angebot für Nathaniel Mendes-Laing. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, ihn abzugeben. Von International oder wie auch immer, international, ich habe keine Ahnung, 2,35 Millionen Euro. Ich könnte mir schon vorstellen, ihn abzugeben, ganz ehrlich. Ich glaube, das werde ich sogar tun. Vielleicht brauchen wir dann noch mal einen Außenspieler auf der rechten Seite vor allem. Einfach so einen jüngeren Backup-Spieler, der vielleicht von der Stärke her gleich gut ist, wie Mendes-Laing jetzt, aber der halt jünger ist. Ich verhandle mal. Und wir können jetzt auf eine Ablösesumme von 3,3 Millionen Euro einigen und damit könnte Nathaniel Mendes-Laing dann bei Cardiff Geschichte sein und zu international oder wie auch immer wechseln. Und uns dann nochmal ein bisschen Geld in die Kassen bringen. Und das ist die Elf, mit der wir dann gegen Crystal Palace spielen werden. Wir ändern auf ein paar Positionen wieder was. Cunningham kommt rein für Rico Henry. Julio Hoylett kommt wieder auf der linken Seite rein. Harry Arthur, Kamaraza auch wieder zurück. Beide. Und Adnan Januzaj. Ansonsten keine Änderung im Vergleich zum Spiel gegen Barnsley. Und dann mal gucken, wie wir uns das Hinspiel im Carabao Cup da zurechtlegen. Und dann gehen wir in die Partie. Von rechts nach links in den neongrünen Trikots mal wieder. Gegen blau-rot gekleidete aus Crystal Palace. Junior Hoylett schickt da direkt mal Bobby Reed in den Lauf. Bobby Reed mit der Möglichkeit, direkt das Tor zu machen. Und Guaita mit einem klasse Reflex hält den Ball von der Linie weg. 0-0. Weiterhin. Nochmal Harry Arthur. Der findet dann nochmal Calvert-Lewin. Der dreht sich da einmal herum. Dreht sich da nochmal herum. Hat jetzt ein bisschen Platz zum Schießen. Und Guaita schon wieder mit einem klasse Reflex. Diesmal aber gegen Calvert-Lewin, der sich da zweimal herumdreht und dann eine bessere Position zu schießen hat. Am Ende scheitert er. Wird da nicht angegriffen. Legt nochmal den Ball auf Kamaraza. Das ist Calvert-Lewin mit dem Abschluss. Genau in die Arme von Guaita. Benteke, ganz starkes Ding gegen Torjan. Könnte jetzt die Flanke dann in die Mitte bringen. Benteke, immer noch Benteke, bringt den Ball flach rein. McArthur, Benteke. Beste Möglichkeit für Crystal Palace. Bobby Reed. Calvert-Lewin legt den Ball nochmal ab für Harry Arthur. Und Guaita mal wieder zur Stelle. Januzaj. Bobby Reed. In den Lauf von Gunnarsson. Der könnte es jetzt machen. Könnte nochmal rüberlegen. Er macht selber am zweiten Pfosten. Ist Hoylett 1-0. Die verdiente Führung für Cardiff. 17 Minuten vor Schluss. Endlich mal schön gespielt. Eine Lücke für Gunnarsson. Bobby Reed hat da sehr viel zu beigetragen. Natürlich der Abschluss von Gunnarsson nicht perfekt. Guaita mal wieder dran. Siebte Parade, aber dann den Nachschuss, den kann er nicht halten von Hoylett. Abstauber 1-0, egal wie. Wir führen. Und das war's. Cardiff City gewinnt auswärts bei Crystal Palace im Carabao Cup Hinspiel. Verdienter Sieg am Ende. Wobei Cardiff hätte auf jeden Fall auch höher gewinnen können. Allein durch den Pfostenschuss von Bobby Reed, aber er hier, der Abstauber des Tages. Julio Hoylett mit dem 1-0. Schön herausgespielt von Bobby Reed auf Gunnarsson. Und eigentlich hätte es der Eastender schon vorher machen können, scheitert aber an Guaita. Und im Nachschuss ist dann Hoylett da. Die gewinnen und von Crystal Palace kam ein bisschen zu wenig. Kurze Info,
Loic Damur wird den Verein nach der Sommerpause verlassen. Oder zur Sommerpause verlassen zu Trabzonspor. Dann haben wir ein Angebot für Harris von Real Salt Lake City. Natürlich scheitern die Verhandlungen mit Brown mal wieder. Das ist irgendwie so typisch. Wir bekommen ein Angebot für Gunnarsson, 2,7 Millionen Euro von Wolfsburg. Und Spal möchte Lee Tomlin kaufen für 1,1 Millionen. Da werden wir natürlich verhandelt. Bei Gunnarsson würde ich sagen, nein, weil wir halt den Vertrag verlängert haben. Da macht sich so viel Sinn. Ihn möchte ich gerne noch behalten. Aber bei Lee Tomlin ist es was anderes. Den können wir gerne ziehen lassen. Und deswegen verhandeln wir da eben mal ganz kurz. Und das Angebot von 1,7 Millionen Euro nehmen die Leute von Spal direkt an. Ist genau Marktwert. Ich denke, mehr wäre da nicht drin gewesen. Deswegen vollkommen in Ordnung, dass wir da den Marktwert bekommen wahrscheinlich. Letztes Spiel in dieser Folge gegen Huddersfield und wir gehen direkt nach 4 Minuten in Führung. Kevin Levine natürlich, wer auch sonst, mit dem 1:0. Akpoguma kassiert mal Gelb. Mounier mit einer Verletzung. Ist natürlich wichtig, gegen Huddersfield zu gewinnen. Eigentlich ein direkter Konkurrent. Schindler mit dem 1:1. Kevin Levine erhöht auf 2:1. Doppelpack. Pons mit dem 2:2. Wieder eine schöne Partie eigentlich. Also genau wie Tottenham zuvor. Und am Ende ist es eine Punkteteilung. Und dann haben wir doch mal ein paar Scouting-Berichte, die wir auch gebrauchen können. Ansonsten die Verhandlungen mit Harris und Real Salt Lake City scheitern. Wir haben es tatsächlich geschafft, Mendes Leng zu verkaufen an International. Bekommen nochmal 2,4 Millionen Euro auf unser Transferbudget zu. Natürlich die Verhandlungen mit Jack McKay und Lubin, die scheitern natürlich. Wir bekommen ein Angebot für Danny Ward von Atlanta United, 1,15 Millionen Euro. Ich denke, das können wir auch verhandeln. Und dann gehen wir gleich nochmal ganz kurz auf die Innenverteidigerposition zu. Ich denke mal, eine Umfrage wäre vielleicht wichtig. Aber erstmal verhandeln wir mit Atlanta United. Und ein Angebot von 1,4 Millionen Euro nehmen die Jungs von Atlanta United an. Es ist sogar leicht über Marktwert, also eigentlich alles richtig gemacht. Natürlich sind noch nicht alle Spieler gescoutet, das muss man dazu sagen. Montes zum Beispiel kriegen wir nicht mehr. Der Edgar Lee, weiß nicht, ist zu teuer wahrscheinlich, wobei unser Transferbudget ein bisschen höher gegangen sein müsste jetzt. An sich fehlen immer noch so ein paar Scouting-Berichte. Das ist so unser Problem gerade, weil so richtig sagen kann ich halt nicht. Also Liam Moore können wir nicht kaufen, den fand ich aber sehr interessant. Jack Stevens wäre vielleicht interessant. Oh, Jake Clark-Salter, 1 Million Euro Marktwert, das heißt, er ist nicht gerade hoch von der Gesamtwertung. Wäre eine Idee und eine Option, wie ich finde. Ansonsten, schwierig. Also das ganze Thema ist schwierig. Natürlich muss es irgendwo ins Budget passen. Ich guck mal ganz kurz dahin. Ja, wir sind mittlerweile bei 8 Millionen Euro angekommen. Also deutlich mehr. Weiß nicht, ist 2 Millionen mehr als 6 Millionen. Also unser vorheriges Transferbudget. Damit kann man schon ein bisschen mehr mit anfangen. Also Innenverteidiger zu 100% ist eine fehlende Personalie definitiv. Ansonsten vielleicht noch ein junger rechter Mittelfeldspieler vielleicht. Wobei man den vielleicht aus der Jugend auch decken kann. Ich weiß es nicht. Aber bisher war in der Jugend nicht so viel. Umfrage ist natürlich schwer, wenn nicht alle gescoutet sind. Da würde natürlich Ayala jetzt perfekt reinpassen, weil das Budget oder das Geld dafür hätten wir auf jeden Fall. Mangala Vorvertrag wäre eine Idee für nächste Saison. Ansonsten Oxfords vielleicht. Oder halt Cissé, wobei da geht nicht. Oder halt Clark Salter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen soll an sich. Also was ich kaufen soll. Vielleicht doch keine Umfrage, weil zu wenige Leute da sind, die man sich kaufen kann. Was ich aber gerne wissen möchte, ist, sollte man Mangala sich für die nächste Saison sichern? Das wäre jetzt so meine Frage an euch in den Kommentaren auf jeden Fall. Und ansonsten, welche von den Kandidaten würdet ihr auf jeden Fall kaufen? Sofern es denn auch möglich ist, also geldtechnisch und so. Und an sich gucken wir nochmal auf die Tabelle. Und nachdem wir dann gegen Tottenham und gegen Huddersfield jeweils 2:2 gespielt haben, sind wir dann auf Platz 7 abgerutscht. Immer noch 33 Punkte ist für unsere eigentliche Position, sage ich mal. Also normalerweise gehören wir weiter runter, das muss man zu 100% sagen. Wir sind immer noch sehr, sehr gut da oder stehen immer noch sehr, sehr gut da. Natürlich wird das Mittelfeld noch enger jetzt, dadurch, dass wir halt nicht gepunktet haben so richtig. Aber einen ordentlichen Vorsprung auf Platz 18 haben wir auch immer noch. 33 Punkte haben wir, das heißt 15 Punkte. Ist immer noch ein sehr gutes Polster, sag ich mal. Und wobei man sagen muss, Leicester hat noch nicht gespielt gegen Southampton. Das ist das Einzige. Oder gegen Newcastle. Und wer fehlt da noch? Ah, Chelsea. Okay. Chelsea marschiert vorne weg. Ist vielleicht gerade ein bisschen verwirrend, wie ich das mache. Aber das hier ist die Tabelle. Und wir sind immer noch im Rahmen aller Dinge. Also mache ich mir da erstmal keine Sorgen. Können wir mal ganz kurz zeigen, wer denn so im FA Cup nochmal Wiederholungsspiel machen muss. Also unter anderem Chelsea gegen Wigan, Überraschung. West Ham gegen Burnley, vielleicht noch interessant. Leeds gegen Millwall, Crystal Palace gegen Middlesbrough. Können wir mal ganz kurz gucken, ob hier eine Überraschung passiert ist oder so.
Auf der ersten Seite auf jeden Fall schon mal nicht. Auf der zweiten eigentlich auch nicht. Wobei Bolton gegen Hull vielleicht eine Überraschung ist. Ansonsten, Rotherham hat Tottenham rausgehauen. Das ist ja mal eine Überraschung. Und auch sehr interessant. Und auf der letzten Seite haben wir dann eigentlich keine Überraschung mehr. Im Carabao Cup haben wir dann noch das andere Ergebnis. Natürlich Manchester City gegen Chelsea 2-2. Und wir haben natürlich gewonnen gegen Crystal Palace mit 1-0. Und ja, in der nächsten Folge dann das Rückspiel gegen Crystal Palace. Ansonsten machen wir natürlich den kompletten Januar fertig. Und das heißt, so wie es hier aussieht, Newcastle spielen wir, Crystal Palace spielen wir auch. Und Arsenal werden wir auch spielen, wahrscheinlich. Und dann sind wir beim Deadline Day und dann ist auch die Folge, die nächste, vorbei. Und dann machen wir im Monatsstil wieder weiter. Dann Februar, dann März, dann wahrscheinlich April und Mai zusammen. Oder so. Werden wir auf jeden Fall dann sehen. Und mit den Worten sage ich dann erstmal frohes Neues. Auf der anderen Seite, hier ist so eine Karriere, die eventuell gleich kommen könnte. Ich weiß es noch nicht. Überlege ich mir noch. Wahrscheinlich eher schon. So ein kleiner Teaser. Auch wenn da jetzt nicht so viel zu herauszufinden war. Und an sich war es für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao.